Und derartige Entscheidungen sind so unglaublich grundrechtsrelevant, da muss ich sagen, das geht einfach nicht. Und damit ist ja die Urteilsfindung, die Basis für jegliche Entscheidung, manipuliert. Ist es aber nicht, und das ist also eine Verfahrensvorschrift, die damit verletzt wurde. Deswegen fand ich diesen Einwand fachlich disqualifizierend für den Faktenchecker. Am Montag startet in Genf die 77. Weltgesundheitsversammlung. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, will die Staatengemeinschaft entschlossen auf kommende Pandemien vorbereiten. Wir sprachen auf dem Berliner Symposium Freiheit in Gefahr, WHO, Corona und unsere Zukunft mit Experten über den abzustimmenden WHO-Pandemievertrag und die internationalen Gesundheitsvorschriften sowie mRNA-Impfstoffe. Obwohl diese Weltgesundheitsversammlung in 2 Tagen anfängt, offiziell verhandeln die immer noch. Also, und sie wollen auch noch bis Montagmorgen verhandeln, zumindest den Pandemievertrag. Und ob das jetzt dann von der Weltgesundheitsversammlung angenommen wird, ist völlig unklar. Sagte uns Dr. Amrei Müller. Sie ist Rechtswissenschaftlerin am University College Dublin, die in ihrem Vortrag den Pandemievertrag genau durchleuchtete. Die internationalen Gesundheitsvorschriften dürften ihr zufolge nicht auf die Schnelle verabschiedet werden. Also die endgültige Änderungsvorschläge der internationalen Gesundheitsvorschriften müssten eigentlich 4 Monate vor Verabschiedung an alle Staaten übermittelt werden. Das hätte im Januar, am 27. Januar dann geschehen müssen, ist es aber nicht. Und das ist also eine Verfahrensvorschrift, die damit verletzt wurde. Und die Frage ist, wie viele Länder sich tatsächlich darauf berufen. Denn wenn die Länder darauf verzichten, eine Beanstandung geltend zu machen und zu sagen, Artikel 55.2 der Gesundheitsvorschriften, das ist ja verletzt. Wenn das niemand rügt und sie trotzdem abstimmen, dann wird es mit juristischen Mitteln sehr schwer werden, das anzufechten. So, aber Sie haben gefragt, welche Szenarien. Es ist auch denkbar, dass es überhaupt gar nicht zu dieser Abstimmung kommt. Sagt der auf internationales Recht spezialisierte Schweizer Anwalt Philipp Kruse. Auch der ehemalige Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, Dr. Hans-Georg Maaßen, der am Abend an einer Podiumsdiskussion teilnahm, äußerte uns gegenüber Zweifel, ob der Pandemievertrag im Einklang mit dem Grundgesetz steht. Nach unserer Verfassungsordnung müssen wesentliche grundrechtsrelevante Fragen vom Parlament entschieden werden. Und die können auch nicht von der Exekutive, die können nicht von der Behörde und die können schon gar nicht von einer Nichtregierungsorganisation namens Weltgesundheitsorganisation entschieden werden, sondern das Parlament muss es machen. Und das, was in dem vorgestellten Pandemievertrag drinsteht, bedeutet, dass der Direktor, der Generaldirektor der WHO entscheiden kann, dass in allen Staaten der Welt und auch in Deutschland Lockdowns verhängt werden können, dass schwere und schwerste Einschränkungen von Grund- und Menschenrechten wegen einer angeblichen Pandemie stattfinden können. Und derartige Entscheidungen sind so unglaublich grundrechtsrelevant, nicht nur grundrechtsrelevant, sie höhlen unsere Grundrechte aus, ohne dass das Parlament darüber entscheiden kann. Da muss ich sagen, das geht einfach nicht. Und deswegen darf dieser Vertrag von Deutschland nicht unterzeichnet werden und schon gar nicht ratifiziert werden. Kruse kritisiert auch die in den Verträgen angestrebte Informationshoheit der WHO. Die Machtfülle kann man am deutlichsten erkennen bei der Vorstellung der WHO, darüber befinden zu dürfen, welche Informationen im Pandemiezusammenhang als korrekt oder akzeptabel gelten und welche nicht. Das heißt, wenn einmal die WHO ein weiteres Mal gesagt hat, jetzt gibt es Covid-21 und das ist die gefährlichste Bedrohung der Menschheit, dann hat es so zu sein. Und wenn die Lösung eben darin besteht, diese Substanzen dagegen einzunehmen, dann hat man dagegen nichts zu sagen. Auch mögen die wissenschaftlichen Daten auch noch so solide sein. Und damit ist ja die Urteilsfindung, die Basis für jegliche Entscheidung, manipuliert. Von den Individuen über die Politiker bis hin zur Regierung. Neben fehlenden Korrekturmechanismen sieht er schon Fehler in der Gefahrenbeurteilung der WHO bei der letzten Pandemie. Es geht ja immer darum, die tatsächliche Gefährlichkeit zu beurteilen. Und das muss man mit den richtigen Methoden tun, die aussagekräftig sind, um auch tatsächlich einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen einem Erreger oder einem Ereignis
und einer Verschlechterung der Gesundheit. Das war vorliegend nicht der Fall. Man kann auch sagen, dass die WHO, weiß ich nicht, in den 60er, 70er Jahren auch ganz anders gearbeitet hat. Und da gab es wirklich einen Fokus auf den Aufbau von medizinischer Grundversorgung in Entwicklungsländern. Aber das ist lang nicht so lukrativ, wie wenn man jetzt globale Impfstoffe verkauft. Und seit die WHO so unter dem Einfluss von Privatakteuren auch steht, hat sich die ganze Agenda doch sehr, sehr geändert. Mit den Impfstoffen beschäftigt sich auch Professor Dr. Brigitte König. Sie ist Co-Autorin einer kürzlich veröffentlichten peer-reviewten Studie. Also das war eine Untersuchung von bestimmten Impfstoffen oder Impfstoff-Vials. Wir haben den DNA-Gehalt und den RNA-Gehalt gemessen. Sehen, dass eine bestimmte Konzentration drin ist. Und wir haben die Methode beschrieben, mit der wir das eben festgestellt haben, die wir angewandt haben. Die Studie zum Thema DNA-Verunreinigungen bei mRNA-Impfstoffen erregte bereits als Draft großes Aufsehen. Vom RKI gab es den Vorwurf, die Ergebnisse seien wissenschaftlich nicht haltbar. Ja, ich wurde angegriffen. Fangen wir mal an mit der Kühlkette. Wenn ich natürlich jetzt als Ziel gehabt hätte, die Messenger, also die Impfstoffe zu überprüfen, wie gut sie noch sind, dann verstehe ich das vollkommen, den Einwand, dass man das natürlich alles einhalten muss. Hier ging es aber um eine DNA-Kontamination oder eine DNA-Konzentration. Und eine DNA vermehrt sich nicht in einem Impfstoff. Jedenfalls wäre das sehr bedenklich, wenn sie das tun würde. Sie kann sich höchstens noch wieder verringern durch DNA-Abbau, aber nie vermehren. Zudem soll sie falsche Verfahren angewandt und Methoden nicht genannt haben. Ich bin seit 30 Jahren in der Molekularbiologie tätig. Ich habe ganz viel an die 500 Paper geschrieben, veröffentlicht, auch per Review. Dann konnte man schon davon ausgehen, dass ich das kann. Aber deswegen haben wir jetzt ja auch den Peer Review geschrieben. Das heißt also, hier steht die Methode jetzt exakt beschrieben. Frau Dr. König sieht aber kein grundsätzliches Problem bei dem Einsatz von mRNA-Technologie. Die mRNA-Technologie, wenn sie richtig angewandt wird, also vorausgesetzt richtig gemacht wird, auch richtig aufgereinigt wird, dann ist das eine sehr schöne Technik. Aber wenn man einen Impfstoff herstellen will, muss ich ja wissen, wie der Erreger interagiert mit unserem Immunsystem. Wo sind eventuell Probleme? Wo könnte ich vielleicht einen Fehler machen, wenn ich irgendetwas anspreche, was nicht angesprochen werden darf, also irgendeine Zelle? Und ob man das innerhalb von 100 Tagen hinkriegt, weil man den Erreger ja gar nicht kennt oder die Pathophysiologie, da sehe ich eher das Problem. Die 77. Weltgesundheitsversammlung geht vom 27. Mai bis zum 1. Juni. Dabei vertritt die WHO einen umfassenden Gesundheitsansatz, One Health genannt. So soll das ganze Spektrum der Krankheitsbekämpfung abgedeckt und zu einer globalen Gesundheitssicherheit beitragen. Ein ausführliches Interview mit Rechtsanwalt Kruse zu den Verträgen finden Sie in unserer Mediathek auf epochtv.de.